Es ist der erste Börsenhandelstag des Jahres 2012 und bis hierher, bis nachmittags gegen 16:30, ist es gut gegangen. Der DAX rund 2% im Plus. Er hat die Marke von 6.000 Punkten wieder nach oben durchstoßen. Und das sieht doch alles in allem nach einem sehr geglückten Start ins neue Börsenjahr aus. Rolf Katzmeier, Geschäftsführer der SVA Vermögensverwaltung hier in Stuttgart. Hatten Sie damit gerechnet, dass wir dann doch so positiv ins neue Jahr gehen, nachdem ja im letzten Jahr alles Schlimme, was es nur gab, irgendwo eingepreist wurde? Ja, damit gerechnet hätte ich eigentlich schon zum Jahresende. Da war mein Tipp bei 6.500. Darf man in der Situation auch mal ehrlich bekennen. Ich glaube, dass der Markt aus diesem ganzen negativen Umfeld, wie Sie zu Recht sagen, jetzt eigentlich nur noch positiv drehen kann. Und den ersten Tag im Jahr zeigt der Markt so. Und ich denke, so könnte es weitergehen. Gucken wir auf Einzelstories, die natürlich am Jahresanfang noch rar gesät sind, beispielsweise von Daimler, vom Finanzvorstand, kommen ganz ordentliche Prognosen bzw. Bestätigungen deines Geschäftsjahres 2011. Was ist von den Äußerungen des Bodo Oeber zu halten? Ja gut, wenn man überlegt, dass Daimler und viele weitere Unternehmen momentan an der Börse unter dem Buchwert gehandelt werden, deutet da eigentlich viel darauf hin, dass man unterhalb vom Buchwert eine Aktie eigentlich ganz gut kaufen kann. Die Situation hat man ganz selten und wer heute oder in der Phase nicht kauft, da weiß ich nicht, wann man dann kaufen soll. Also insofern ganz klar, ich glaube, dass bei den Werten Ehrenkauf angesagt ist und der Trend mit dem ganzen psychologischen Pessimismus, den wir hatten, der jetzt langsam in 2012 drehen kann in ein Positivum. Ja, oder vielleicht kaufe die Verlierer des Vorjahres, unter anderem ja auch RWE heute unter den Gewinnern. Auch das kann möglicherweise ja da eine Strategie sein. Wir haben sogleich im neuen Jahr eine Übernahme im Solarbereich. LDK Solar aus China greift sich einen deutschen Titel. Und die Frage ist natürlich, geht die Konsolidierung in der Solarbranche weiter? Ist es ein Signal gleich zum Jahresstart? Also davon gehe ich ganz fest aus. Die Branche ist ja wirklich durchgerüttelt worden bis in alle Bereiche. Insofern, da muss eine Neugruppierung her. Da wird eine Neugruppierung erfolgen und der Deal mit China passt dazu. China kauft sich gern die Technologie, die gute deutsche Technologie ein und wir haben vom höheren Marktanteil auch was. Also insofern, das ist marktweisend und ich glaube, so könnte es auch dort weitergehen. Und zum Schluss noch zu einem der Top-Themen des Vorjahres, Gold. In den vergangenen Tagen, also die letzten Tage des Vorjahres, Gold nochmal erheblich unter Druck geraten. Heute sind wir so bei 1.565 Dollar. Die Unze hat sich nicht viel bewegt zum Schlusskurs des Vorjahres. Auch da die Frage, was war denn da noch los in den letzten Tagen des Vorjahres und was könnte das für Rückschlüsse zulassen für die Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen? Also wir gehen davon aus, dass Gold im Prinzip der einzige Gewinner war, in Anführungszeichen einzige Gewinner in 2011 und dass man dann zum Jahresende einfach die Positionen im Positiven glattstellen wollte. Wenn dem so wäre und die Risiken aus dem Markt noch nicht draußen sind, dann würden die Verkäufer Ende 2011 die Käufer in 2012 wieder sein. Davon gehen wir einfach mal aus. Ich sehe es aber eigentlich wirklich so, weil die Risiken des Marktes sind ja nicht außen vor. Also hier glaube ich eher, dass es eine technische Ausreinigung war von den Depots, dass man das Positive noch mitnimmt in die Bilanz. Soweit der Blick auf den ersten Handelstag des Jahres 2012. Ja, wenn es so weitergeht, Rolf Katzmeier, 2% jeden Tag, dann haben wir ganz gute Ergebnisse, wenn wir uns Ende Dezember 2012 wiedersehen. Das war Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung. Herzlichen Dank für das Gespräch.